So, da bin ich auch schon wieder. So, mal kurz gucken, wo ich hier hintrete. Jetzt kann man mal ein bisschen besser sehen, wie das hier nach oben geht. Und das ist schon eine Ecke, was die hier aufgetürmt haben damals. Ne, wenn man sich das mal so anguckt. Also von dem Punkt, wo ich jetzt stehe, bis Baumwurzelanfang ist circa ein Meter. Da, wo der Baum hier ist, da ungefähr, ne, wo mein Finger jetzt ist. Bis dahin ist ungefähr ein Meter. Und ja, dann geht es erst ein Stück gerade, da ist das abgesackt und dann geht es halt richtig nach oben. Ne? Und ja, das ist halt schon ja, eine Menge. Ich habe ja auch gesagt, das ist ja grob aufgerundet gut 600 Meter Tiefe. Das ist halt ne, auch irrsinnig viel Material, was man halt auch da rausholen musste, um überhaupt da ranzukommen an das Erz, was man haben wollte. Und irgendwo musste man ja mit dem Krempel hin. Zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ich muss noch mal nachgucken, wann die, der Schacht das allererste Mal gemacht worden ist, also ausgegraben, also angefangen wurde auszuschachten. Aber das sind schon andere Verhältnisse gewesen als heute. Heute nimmt man ein modernes Gerät, zack, zack, und man hat ein Loch. So, damals war es halt so, das war viel Muskelkraft, viel Pferdearbeit, weil das war schon älter, das Ding. Ne, also, und ansonsten, hier ist eine freie Fläche. Warum, weiß ich nicht. Will ich aber auch nicht reinlatschen, wer weiß, was da unten ist. Weil, ne, da sieht man ja, dass da so einiges wächst, was typischerweise im Sumpf wächst. Da vorne halt auch an der Stelle, da an der Stelle. Und wenn man da reinrennt, blöd. Sollte man nicht tun. Deswegen bleibe ich hier auf dem Weg erstmal, folge dem Weg weiter und gucke mal, ob ich, wie weit ich noch um diese Heide komme und ob es noch irgendwo andere Stellen gibt, wo man es auch richtig schön sieht, was das für eine Masse ist. Also dann, bis dann.